Hast du, du hast ganz richtig Perspektive gemacht, schon Wellen, ja, Perspektive diese. И теперь вот этими темными цветами в темных местах. Вот dunkel ist, mit dunklerer Farbe. Anreiben. Dunklere Farbe anreiben. И чуть-чуть светлее. Сделаешь переходы светлых. Значит, укладка краски по движению волны. По движению волны. Bewegung. Ja, wie die Wellen sich bewegen. Ganz leicht. Pinsel gar nicht drücken. Ganz leicht und fein mit Pinsel ausarbeiten. Бисточка сухая, да? Сухая. Пинзель soll trocken sein. Ja. Ganz trocken, ohne Farbe, nur einfach mit Pinsel das alles nochmal verschmieren. Ja. Vermischen. Ich habe jetzt die Zeit gelassen für die Farbe, dass sie ausatmet. Ja. Oder... Aber in der время заходит в море. Und diese Zeit, gleichzeitig gehe ich nach unten, das Meer ausarbeiten. Und soll ich jetzt nur helle Sachen reinmachen oder auch die dunkleren Sachen nachher reinmachen? Ich muss сейчас отрабатывать только светлые части или же тоже заходить в темные части. И в темные тоже, в места касания. Dunkle Teile auch, aber nur Berührungsstellen, wo helle Flecken berühren sich mit dunkleren. Светлых частей и темных частей. Значит, он нанес точно так же. Вот сейчас светлой краской, в принципе, можно в любом направлении наносить светлую краску. Helle Farbe darfst du in verschiedene Richtungen eingeben. Но разносить ее, растягивать по форме волны. Aber verschmieren oder wie heißt das in Deutsch? Ja, verblenden. Verblenden nach Wellenrichtung. Ja. Если вот эти места высохшего холста и вновь нанесенные краски будут сухие, wenn diese Stellen diese Farbe, das du schon vorher angegeben hast, und diese etwas trocken werden, чуть-чуть макнуть, ein bisschen in Öl. Лишнее убрать. Öl geben und wenn zu viele wird, abtrocknen, Öl abtrocknen. И растянуть. Und schon wieder das Überziehen, ja? Überziehen in ein andere kommst. Vergehen in ein andere diese. Die Farben vergehen in ein andere. То есть это классическая лисировка? Das ist klassische Lisierung. Lasierung. Das ist für die Helle. Für die Helle. Das ist für diese Blenden, ja. Und das ist für dunklere Farbe. Drei Pinsel. Für dunklere Ton. Das muss dunkler sein, weil ich nachher noch mit der Gischt dann noch drüber gehe und das dann wieder heller wird, ne? Потому это темное, потому что он потом снова будет еще заходить раз осветлять, да? Да. Ja. Не растяжка. Это называется лисировка, это да? Лисировка, он лисировка. Die Welle hat diese Richtung. Himmel geht mit solchen Strichen. Mhm.
Mhm. Пусть оставляет это тут. Mhm. Du sollst diese Leichtigkeit lassen. Чуть-чуть перетемнил. Ich habe etwas zu dunkel gemacht. So, und diese Luftigkeit, ja, und Leichtigkeit. Es wird nicht leicht, aber Luftigkeit, ja, gibt diese Bewegung. So, schauen wir jetzt. Aber nur die Krempe, ja? Oder guck mal, der geht fast über das halbe Bild. Siehst du? Aber hätte er doch nicht weiter rüber machen müssen. Hätte sie insgesamt weiter rüber. Aber er hat immer auch so hier gemacht. Ne? Das ist über die Hälfte des Bildes. Не такая светлая краска, как здесь. So, wir machen etwas dunklere Farbe, damit wir etwas dunklere Farbe haben. Значит, сейчас у него будет такая сложность. Вот у него проведена линия вот этой волны. Ja. Jetzt wirst du schwere Aufgabe haben, weil hier ist, wir haben schon eine Linie von der Welle gemacht. У него будет очень большой соблазн до этой линии дотянуть. Und du wirst ein großer и остановиться. Ja, versuchen haben einfach diese Bewegungen machen und bis diese Linie machen und dann stoppen. Если у него вот этот изгиб волны на таком расстоянии не получается, wenn du das nicht schaffst, diese Seite von der Welle, то лучше залезть на нее, а потом сверху еще раз. Das ist nicht schlecht, wenn du das, diese Linie übergehst. Потом сверху еще раз ее провести. Weil nachher machen wir noch mal eine Linie. Ziehen wir noch mal eine Linie. Überstreift, überschritt. Genau. Dann kann auch dunkel reingehen. Вот эти формы, die Formen, die очень Formen важны. Sind sehr wichtig. Und hier nachher auch ein bisschen nachher anschließend, das Helle. Ja. Да. Потом вот здесь он уже положил, и видно, что кисть лежит вот так. Hier hast du schon Farbe eingegeben und man sieht in welche Richtung. Ja, das ist aber noch nicht fertig. Ja, aber du sollst nicht die Richtung von der Welle formieren, sondern die Welle formieren. Ganz die volle Information. И сразу волна поднялась. Und okay. Haben wir diese Welle bekommen. Wie formieren? Wie einfach. Wenn diese Farbe geben. Wenn du diese Farbe gibst, wirst du bestraft. Nein, du wirst bestraft von Max. Ist zu hell. Ja, потому что очень светло. Ja. Weil zu hell ist, ja. Muss ich gleich die Hose runterlassen, kriege ich gleich. Jetzt ist gut. Verstehen? Okay. Набрал. Farbe holen? Лишнюю убрал. Was zu viel wird. Легенько-легенько кисть держит. Ganz leicht Pinsel halten. Не стремиться, чтобы у него за один раз легла волна. Nicht versuchen, dass diese Welle klappt von erstem Mal. И начинает вот с заднего. Он anfangen von so hinter. Mm-hmm. Причем сначала вот они вот такие голубоватые. Am Anfang die sind etwas blauer. Mm-hmm. So blauer. So hell vielleicht grau mit etwas blau.
даже где-то и с темнотой. Irgendwo vielleicht dunklerer sind. Всегда используют. Immer trocken lassen mit diesem Pinsel. Verschmieren, verreiben. Не только где-то на кончиках. Und dann irgendwo nur auf diese Spitze. Особенно вот там далеко. Wo da weit weg ist. Da weit weg. Причем я сейчас нарочно делаю ярче, чем нужно. Ich mache das besonders etwas heller, als wir brauchen werden. И сбиваю в нужный мне тон. Damit ich nachher mit diesem Pinsel ein bisschen verreiben und unscharf machen. Там появилась краска свежая. Да, свежая фарба. Можно вот этот шпагу использовать, можно просто сюда пальчик поставить, чтобы рука не дрожала. So, oder in diese Art mit diesem Stock oder in Art einfach. Если рука уверенная, Pinsel, можно ничем не касаться. Pinsel festhalten mit Hilfe dieser kleinen Finger. От солнца вот эта вот дорожка. Ja, wir malen jetzt diese kleine Sträßchen. Sonnenstress. Вытерли. Oder Sonne ist das, ja, Mond, weiß ich nicht. Sonne. И еще раз. Und noch mal diese kleine weg. Okay. Soll ich jetzt diesen Hintergrund, diesen Teil ausarbeiten? Мне нужно отработать вот это, вот этот фон, который дальний план отработать. И еще раз. Und noch einmal. Ja, dieser weitere Hintergrund. И вот эти уже могут быть окончательными. Ja, und das konnte schon dann zu Ende. Слишком явно. Zu deutlich habe ich auch gesagt, zu hart, die harte Linie. Ja. Ganz vorsichtig wegmachen. Слишком прямая линия. Zu harte direkte Linie gerade. Das, was ich gesagt habe. Мы потом. Ja, das alles verfeinern. Aber vom Farbton passt es da, ne? Farbton passt. Тон краса хороший. А там оно должно еще размутнее. Я вижу, не все трогаю. Макс, тон красок хороший, соответствует. Тон хороший. Тон von Farbton ist aber sollte von dunkel auf heller gehen. Да, да, да. Ja, должен уходить. Ja, ganz genau. Diese Dynamik musst du zeigen, ja. Dadurch kommt die Dynamik. Ja, weil da die Farbe weg ist, ne? Und doch keine Felle. Solchen Stock habe ich auch nicht. Das machst du. Mhm. Вот так это делается. So können wir diese Felle verbessern. Oder anderes machen. Ja. Gut? Многослойность облаков. И все красиво. Und alles wird schön. Noch schöner. Ja, man kann ja an Details darin arbeiten, ohne Ende. So, wir sind schon weit. Kannst du noch fragen? Wir sind schon fertig. Kannst du noch Folgendes fragen? Manche Teile sind ja sehr zart, genau, und manche sind gröber, wie zum Beispiel hier. Wie entscheide ich für mich selber, was lasse ich gröber und was mache ich
Скажи мне, пожалуйста, как я должен определиться? Некоторые детали у тебя несколько утонченные, а некоторые очень, например, так скажем, грубее, побольше. Как я должен определиться, какие мне детали выписывать, а какие... А каких идет, какие детали грубые? Речь идет об этом, не грубые, а просто обобщенные. Типа. Они пока обобщенные. То есть я еще с ними не работал. То есть у меня все детали будут утонченными. Но как определиться, вот что ему выписывать, он спросил, а что ему оставить, например, вот... обобщенным. Как бы такие... побольше линии, вот потолще линии. Те воды, линии, воды. Куда попал свет, очень большой. Да, вот. Die, so gesagt, Wassertiefe, wohin ist Licht? Те не требуют bekommen. Большого утонченного die soll понимания. Nicht genau ausgemacht werden. Те линии, которые находятся в тени, und die, welche in Schatten sind, те okay. требуют очень аккуратного, аккуратного понимания. Die brauchen ganz genau Aufmerksamkeit und genau Verständnis. Das ist, du sollst Wasser einfach verstehen, das Wasser verstehen, ja? Wie das Wasser sich bewegt. Das ist даже еще усиливаю вот этот свет. То есть свет прощает, свет прощает все. Licht entschuldigt alles.